Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, zu einem neuen Part Pokémon Uranium mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier in der Arena der wievielten, ich weiß gar nicht mehr. Muss kurz mal auf den Pass gucken hier. Die dritte Arena ist erst unser Team. Wie sieht das aus? Das ist noch einigermaßen in Ordnung. Es ist noch sehr in Ordnung. Ich habe offscreen das Team trainiert. Das sieht jetzt so aus. Level 20, Level 22. Das schwächste Pokémon ist Level 20. Schauen wir mal. Ich bin jetzt nicht mehr drin, weil ich das Offscreen-Training ist ein Weilchen her. Wenn ich ehrlich bin. Und ich habe offscreen auch schon gegen den Kollegen gekämpft. Und jetzt geht es weiter in der Arena und schauen wir mal, wie wir den Kampf habe ich schon bestanden. Schauen wir mal, wie wir hier überleben in der Arena. Wo wir hier weiterkommen. You will be sunk like Titanic. Ich werde sinken wie die Titanic. Ja. Titanic ist die Folge heute im Fernsehen. Habe ich nicht geguckt. Bin kein großer Fan von dem Film Titanic. Also es ist... Ja. Bin wirklich nicht der größte Fan von dem Film. Ja gut, das sieht hier schon mal sehr vorteilhaft aus. Das klappt hier schon sehr, sehr gut. Das. Ja. Takiro. Mein erstes Pokémon hat es schon direkt weggefetzt. Pfund, versuchen wir es mal damit. Ja, jetzt sollte ich mich vielleicht mal ein bisschen auf den Kampf konzentrieren. Dass jetzt hier nicht schon beim zweiten Kampf wieder verliere. Und was gerade erschreckend danach aussieht. Na komm, ich hab doch bitte nicht umsonst hier Ewigkeiten aufs Screen trainiert. Ich will doch jetzt hier irgendwie mal vorankommen. Vielleicht mit Palwanda. Nilan hat keine Chance. Ein Wasser-Pokémon, das weiß ich. Hier Gamma Ray, das hat es bisher immer gut gebracht. Ja, Offscreen-Training hat es auch super gewirkt. Vielleicht ist Palwanda unser Palwanda weiblich 3 unser Typ. Nein, ich kämpfe weiter. Ich kämpfe erstmal weiter. Braidip. Okay, Gamma Ray, versuchen wir es mal damit. Na komm, lass es wirken. Oh, es wirkt. Der Atomare. Der Atomare-Attacke. Immer wieder gut. Turns away. Jetzt setzt schon ein. Das ist doch jetzt hier nicht. Ja. So, sehr gut. Level 23 für Palwanda. Und wir kämpfen natürlich weiter. Uns hat es noch gar nicht geschadet. Ich meine, das ist wohl unser Pokémon hier für diesen Kampf. Das scheint hier. Ich meine, ja, mit Level 23. Ja, mein Team ist jetzt Level 22, Level 23, die Pokémon sind hier mit Level 25. Ja. Ich denke, dann lässt sich Mühe und Not überleben. Okay, den Trainer haben wir besiegt. Let's go. Ein Sanktum. Er ist selber gesunken. So, jetzt gehe ich mal gerade eben mein Team und Center aufheilen. Dann sehen wir uns hier wieder. Kleiner Schnitt an dieser Stelle. So, mal schauen, gegen wie viele Trainer wir hier noch kämpfen müssen. Und wie viele wir hier noch vorbei müssen. Oha! Ich meine, das ist gut für unser Team, wenn es trainiert wird, aber... Versuch mich mal vorbei zu schleichen. Du bist hoffentlich nicht schon die Arena-Trainerin. Okay. Ja, wir sollten mal kämpfen gegen die Trainer, das wäre nicht allzu schlecht. Gegen den müssen wir jetzt sowieso kämpfen. I need some fight magical later. Er ist ein gegrillten Kabadon.
Interessant. Während Carbados also offiziell verschweißt. So viel dazu. So, Markus gibt dein Bestes. Ich weiß, du kratzt sie gerne und schnell ab. Aber zumindest ein bisschen angreifen kannst du doch so ein paar. Einmal Metal Claw den Anfang. Danke für deinen Einsatz. Das sollte vielleicht mal wandern, diese Spitze setzen. Ja, Gamma Way. Das ist jetzt ein bisschen mehr gebracht. Was soll ich damit? Let's go. Gut. Calvanda besiegt. Ach du Scheiße. Sehr gut, Prumpi vielleicht. Vielleicht kann der kämpfen. Da wurde sein bestes Pokémon hier verloren. Air Cutter, vielleicht. Ja gut, okay, auch er kann kämpfen. Er hält's durch. Na komm, Air Cutter. Sehr gut. Aber zumindest das erste Pokémon besiegt. Weiter geht's. Sofort angreifen. Sofort angreifen. Sofort draufhauen. Heilung kriegst du später, würde ich gerade sagen. Zum Beispiel jetzt. Ja gut, ein Super Potion können wir verschwenden. Wir verschwenden es ja nicht. Na komm, halt's durch. Halt's durch. Probier. Ich möchte dafür, dass ich den Trank gegeben habe. Ja, Cutter. Na komm, jetzt will ich was sehen. Hm, ja. Durch. Ja, durchhalten. Würde ich gerade sagen. Ja, Modi ist jetzt nicht ganz so klug, aber ja, und komm. Ein bisschen kämpfen wird er wohl. Mudslap. Ja, vielleicht haben wir jetzt nicht unbedingt, aber. Ah, shit. Ist auch schon Level 22. Ich glaube, gelesen zu haben, dass der sich erst mit Level 29 entwickelt. Ah, das dauert wohl noch ein bisschen. Okay, Attack Mist. Das ist gut. Scratch. Vielleicht schafft es Modi doch. Er kriegt ein paar Erfahrungspunkte. Das wäre ganz gut. Das wäre nicht schlecht. Er schafft es nicht. Gut, was machen wir jetzt mit euch? Nein, können wir vergessen. Die bringt's nicht. Ace it. Na komm, bitte. Bitte halt durch. Du blitz verkackst. Nein, wird's nicht mehr bringen. Das ist. Ja, das kann man vergessen. Hat sich selbst verletzt. Hat sich von Verwirrung selbst verletzt. Na super. Das läuft hier spitzenmäßig. Na komm, lass mich zur Arena-Leiterin durch. Dann haben wir vielleicht doch irgendwie eine Möglichkeit, eine Chance. Eine geringe Chance, da irgendwie zu bestehen. Irgendwie haben wir es ja jetzt hier auch irgendwie richtig Kämpfe geschafft. Oh wei, jetzt schläft er auch noch. Jetzt pennt der Sack. Bären, da weiß ich jetzt nicht, was wofür wirkt. Oh Mann. Haben wir nicht irgendwas? Aufwecker, Aufwecker, Aufwecker. Elixier, Antidots, Potion. Freshwater. Halte durch. Halte durch, Takiro. Halte durch. Und wach schnell wieder auf. Na komm, na komm. Ace it. Na komm, na komm. Nein, nicht mehr viel. Das, der hat noch. Es sind nur ein paar KW, ein, zwei KW sind es noch beim Gegner. Na komm, aufgewacht, aufgestanden. Jetzt wird gekämpft. Komm schon, Takiro. Na komm. Mach keinen Scheiß. Na komm. Komm, 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 komm. Na, lass dich nicht so einfach besiegen. Na komm, woke up. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Natürlich.
besiegt, das ich selbst für. Na, besiegt hat er sich noch nicht, aber. Ach, Leute. Es ist doch nicht wahr. Nein. Ich hoffe, das ist das letzte Pokémon aus dem gegnerischen Team. Wenn ihr denn alleine schafft es nicht unbedingt, noch ein Pokémon zu besiegen. Wir sind am Arsch. Er hat noch ein Pokémon. Da müssen wir jetzt natürlich erstmal vorbeikommen, bevor wir zum nächsten Trainer bzw. bis zur Arena-Leiter kommen. Beziehungsweise Arena-Leiter. Ja gut, ich setze mal, glaube ich, den Kollegen Palvan an die Spitze, damit er als erstes angreift. Puh. Das bedarf wieder eines kleinen Schnittes. Ach, Dreck. Jetzt sind wir auf die gestoßen. Na komm, versuchen wir es bei der. So, Monika. Ach, jetzt steht Markus noch an der Spitze. Ach, Dreck. Ja gut, wir kämpfen uns heute durch die Arena. Dann können wir im nächsten Part in die Arena dann kämpfen. Irgendwie kommen wir heute durch, ansonsten mach's auf Screen und wir sehen uns im nächsten Part auf jeden Fall. Meine Arena-Leiter wieder. Es ist, ja, heute hier die große Mission. Arena-Trainer besiegen. Arena-Leiter metzeln. Arena-Trainer, nicht Arena-Leiter. Okay, da haut er einfach ab. Haben wir den schon fast besiegt? Jetzt haut er einfach ab. Robotergang. Gut, das war klar. Oh, okay, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Na komm, kämpf weiter. Solange du kannst. Gut, das war jetzt unser erstes Pokémon. Wie wär's jetzt mit Palvanda? Ich renne danach nochmal zum Pokémon Center. Nach jedem Kampf. Ich kann hier nicht unvorbereitet in den nächsten Kampf gehen. Das ist nicht dieses noch ein wenig unterlevelt. Das gibt es noch nicht hin. Na komm, jetzt setz aber ein hier. Ich setz nicht ein. Und jetzt. Na komm. Auweia. Oh Schreck. Ja gut. Probier. Du vielleicht. Ja, Katze. Das hat bisher mal Gutes gemacht. Na komm. Mach's platt. Sehr gut. Braves Pumpi. Hüste. Level 23er Pumpi. Sehr gut. Noch ein Level für irgendwen. So kann man seinen Pokémon auch trainieren. Kriegen die auch ein paar Erfahrungspunkte noch während des Kampfes. Auch nicht schlecht. Na komm. Sehr gut. Und Erfahrungspunkte. Da kommt noch ein Pokémon. Das letzte aus dem Team. Na komm, das kriegen wir hin. Ernten wir ein paar Erfahrungspunkte und neue Levels. Dann schauen wir, wie wir an dem Typ vorbeikommen. Das da im Wege steht. Müssen wir auf jeden Fall noch vorbei. Ja, das schaffen wir. Wir waren schon weit. Wir haben den schon fast besiegt. Das kriegen wir hin. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Natürlich. Was auch sonst. Das hasse ich sowieso am meisten. Dieses vor Verwirrung selbst verletzt. Das ist alles. Gibt's außerhalb von Pokémon auch nicht. Ist irgendwie, ja, seltsam. Scratch. Na komm, Molly. Ich weiß, du bist dem Typ im Nachteil, aber
Gut, dann mal in dein. Na komm, das müssen wir doch jetzt schaffen. Das ist doch hier jetzt. Das ist doch jetzt hier schon fast geschafft. Quick Attack. Das eine Pokémon noch. Na komm. Halt da durch. Ah, Schreck. Jetzt auch noch ein defensiver Attack eingesetzt. Ach, verdammt. Und ich kann jetzt keinen Trinker mehr einsetzen, weil die brauche ich für die Arena Leiter. Die brauche ich jetzt unbedingt. Für die Arena Leiter. Versuchen wir es mal so zu schaffen. Acer, na komm. Takiro, zeig mal, was du drauf hast. Was du auf dem Kasten hast. Meine Laune mal ein bisschen aufbessern hier. Nachdem ich nach dem letzten Kampf verloren habe. Ist eine knappe Geschichte hier, jedes Mal wieder. Aber, ja. Umso spannender macht es für den Part. Umso spannender wird der Part heute. Da müssen wir vielleicht ein bisschen taktisch vorgehen bei dem Typen. Wenn der uns hier so abzieht. Ich glaube, das letzte Mal waren da wirklich eine Spitze. Und jetzt der als erstes rein und dann kommen wir mit den anderen den Kampf rocken. So, Takiro, kriegst du ja noch hin. Sehr gut. Bravo, Takiro. Fast ein neues Level. Trainer ist lost. Ja. Digimon ist lost. So. Team geheilt, weiter geht's. So, haben wir uns schon. Ja, ein wenig haben wir uns schon vorangekämpft. Wir können jetzt sicher durch. Und wir haben uns an der vorbeigeschlichen. So, haben wir uns vorbeigeschlichen. Auch nicht schlecht. So, ich wollte mal den Palwander an diese Spitze setzen. So, ja. Ach, sehr gut, ja. Es funktioniert nicht mit der Maus. Palwander an die Spitze. Switch. Ja, mein Team ist wirklich ein bisschen unterlevelt, aber. Ja, das kriegen wir schon hin. Let's go. Dich besiege ich heute noch. Ein Riesen Fight. Karte später. Later. Ich, wenn ich versuche, Englisch zu reden. Na komm, jetzt. Aber rein, wenn man da. Attacke. Ignored Orders. Ah, okay, jetzt ist trotzdem rein. Na komm, Attacke. Das ist großartig. Hält durch. Oh wei, Doppelschaden. Na komm. Sehr nice. Der erste besiegt. Ich kann jetzt keinen Trinker einsetzen, die brauchen wir. Die müssen wir uns aufheben. Boiler. Oder wie der gesprochen wird. Ja, Maui, na komm, solange du noch kannst. Greif an. Nicht übel. Der Tag ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Kann sich sehen lassen. Sehr gut. Und weiter geht's. Hier wird gekämpft. Okay, das war zu erwarten. Tapio. Gut, wer könnte da kämpfen? Pumpi, versuchen wir es mit dir. Das ist ein Zerklotz. Letztes Team-Pokémon vom Gegner. Na komm. Unser Team ist noch voll. Das schaffen wir. Danach können wir wieder zum Pokémon Center rein. Knappe Sache für Pumpi. Er lebt noch, der Gegner. Pumpi lebt auch noch. Sagt er. So, wer macht den Rest? Takiro. Du bist dran. Attacke. Acer. Na, komm. Sehr gut. Trainer besiegt. Großartig.
Es ist artig und groß. Es ist großartig. Na dann, schneller zum Pokémon Center. Und wieder zurück. Das Pokémon Center ist zum Glück direkt in der Nähe. Gleich den Neckar. So, hier mal rum. Den haben wir schon besiegt. Und weiter geht's. Okay. Arena-Leiterin. Sehr gut. Mein Team ist kalt. Ja, ich war ja gerade eben im Pokémon Center. Bei der Bananenspitze. Na dann. Ich speichere gerade mal zwischen. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt schon mit dem Part bin. Ich fange jetzt einfach an mit der Arena-Leiterin. Schauen wir mal, wie wir das zusammenschneiden. Nach der Arena-Leiterin, nach dem Kampf, schaue ich mal, wie es aussieht. Ob ich noch weiter spiele oder ob ich aufhöre. Na dann, auf geht's. Arena-Leiter, ich komme. Kali heißt der Arena-Leiter und die Arena-Leiterin. Hey, have you been having fun? I'm Kali, Gym Leader of Blue Beach. It should be pretty obvious that I use Beach Pokemon right. Let me tell you a little bit about myself. When I was a little, I thought I would be a good idea to go out swimming when there wasn't a lifeguard. Suddenly, the heat swept my feet out from under me. I thought I was going to drown. But then I felt something underneath me. It was a brain door, and it carried me to safety. From then on, I decided to become a Pokemon trainer and a lifeguard. My Pokemon have saved Groan to this life, so they are pretty strong, but enough talk, it's better. Ja, enough talk. Kali fordert mich aus. Scheint ein männliches Wesen zu sein. Anders bei Wanda. Okay, das erste mit 26 Tug, ja. Versuchen wir's. Na komm, get my way. Sehr wunderbar geholfen. Sehr gut. Guter erste Hit. Und Pelvana lebt noch. Na komm. Ist nicht. Okay. Ist nicht. Ignorieren die Attacken. Sehr gut. Ist ein guter Start. Super Potion. Das heilt sich immer wieder selbst. Gut. Ist aber ein sehr guter Start hier. Das kriegen wir hin. Nice. Erstes Pokémon besiegt. Das läuft ja super. So, jetzt bräuchte ich vielleicht mal einen Trank. Das wäre nicht schlecht. Kann ich das riskieren? Drei Pokémon haben wir noch. So. Das, der Gegner hat noch drei Pokémon. So. Und jetzt halt durch. Oh wei, sagt halt durch. Versuchen wir's. Nice. Sehr gut. Das lief ja spitzenmäßig. Der Beleber haben wir jetzt keinen im Team. Das ist jetzt damals schon über jetzt hier. Kompli. Versuchen wir's mit ihm. Gleich haben wir die Hälfte. Erdkratzer. Versuchen wir's. Na komm. Ah, naja. So. Ah, ein KP noch. Verdammt. Na komm. Sehr gut. Zwei von vier besiegt. Großartig. Oh. Ein neues Pokémon. Super Potion. Na komm. Hast du dir verdient, Pumpe? Halt aus. Ah, die Attacke, die ist nervig. Eine Wasserattacke scheinbar. Na komm, lass ihn einmal angreifen. Er lässt ihn nicht einmal angreifen. Gut. Dann wohl Takiro. Wasser gegen Wasser.
Vielleicht hält er ein bisschen was aus. Level 28, oh. Ja, ja. Ist nicht gerade. Das könnte hart werden. Au, Kacke. Stimmt, das ist jetzt hier nicht der beste Angreifer. Attackierung. Was können wir noch so einsetzen? Pounce. Wasserattacke wäre jetzt die Böse. So. Nein. Morty nehmen wir ganz zum Schluss. Das wird, naja. Nicht die beste Idee. Quick Attack. Na komm. Autsch. Wirklich keine Beleber am Gürtel. Morty. Das hat so gut begonnen, dieser Kampf. Es hat so gut begonnen. Es fing so gut an. Und jetzt das. Ja, Wasserattacke auf Molly, das kannst du knicken. Aber ja. Das riecht nach Training. Es braucht wohl noch ein bisschen Training. Ja, das war jetzt. Oh, er lebt noch. Ja, aber. Zwei Pokémon, das geht noch, Team noch. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Sein, wir haben noch einen Beleber mit dabei. Den wir tatsächlich haben. Beleber. Aber was bringt das, wenn wir den jetzt beleben? Ja. Da wird es auch keine Wunder mehr wirken können. Rauschen. Jetzt haben wir nur Palwanda. Könnte knifflig werden. So. Headbutt. Versuch's wenigstens. Gut, Markus besiegt. Gut, Palwanda. Das wäre jetzt ein Wunder, aber versuchen können wir's. Gammawang. Das wäre jetzt der Hit. Gamaway. Na komm. Zeig mir, was du kannst. Zeig mir, was ihr könnt. Ah, shit. Naja. Fast drei besiegt. Ja, gut. Zwei geht zum Pokémon Center. Ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Nächsten Part kriegen wir das gebacken. Ich trainiere aufs Knochen ein bisschen, kämpfe gegen die Arena-Leute. Ein paar haben wir da noch übrig gelassen. Ja, sehen wir uns glaube ich im nächsten Part wieder. Die Zeit dürften wir glaube ich schon voll haben, solange wir hier gekämpft haben. Ich kämpfe noch gegen die Madame und gegen die anderen. Gut, na dann. Ich glaube, ich noch umso sich gefallen haben lassen, aber dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein. Ciao, ciao.